Danke, dass ihr so toll mitgemacht habt, erstmal für die Meditation. Ich übergebe Wale, dann kann er noch sein Abschlussgespräch machen. Ja. Wenn ihr wirklich denkt, die Füße bitte nicht überkreuzen, genau. Liegen alle bequem? Ja. Sehr schön. Okay. Einfach mal entspannen und weiter atmen. Tief ein durch die Nase und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Lasse alle negativen Gefühle los.
ausstrecken. Deine Füße bewegen. Deine Hände bewegen. Und wenn du wieder so weit bist, dann darfst du dich auch hinsetzen. Ganz toll, Lilis, ganz toll. Ganz, ganz toll. Das spüre ich. Nur ihr müsst mehr aus euch heraus. Glaubt an euch. Ich gebe immer das Beispiel, keiner leugnet es, dass es irgendetwas gibt. Die Spirituellen nennen es Manifestation, die Gläubigen nennen es Religion, selbst die Atheisten nennen es Placebo-Effekt. Aber irgendwas gibt es. Jeder glaubt an etwas. Aber das Wichtigste ist, glaubt an euch selbst. Das möchte ich euch auf dem Weg mitgeben. Nehmt es bitte zu Herzen, ihr seid alle wundervoll. Danke, dass ihr so toll mitgemacht habt, erstmal für die Meditation. Danke, dass ihr so toll mitgemacht habt, erstmal für die Meditation. Ich übergebe Wanda, dann kann er noch sein Abschlussgespräch machen. Ja. Dass ich mit der Lilis euch was beigebracht habe. Ich, zu meinem Part, kann aber auch Lilis hintreten, glaube ich. Wir haben viel mehr dank euch gelernt, als wir euch in den Therapiestunden beibringen konnten. Ich habe Blinde gesehen, die mich sowas von überrascht haben. Die so viel Elan, so viel Liebe mit in den paar Tagen, in den zwei Tagen reingesteckt haben, die ich bei vielen Menschen gesehen habe, die nicht mit Handicap leben. Ich habe es euch gestern schon gesagt, ihr seid eine Klasse, ihr seid eine Gruppe. Haltet zusammen. Wenn der eine sich schwach fühlt, soll der andere ihn stärken. Denn es kann auch einen Morgen geben, wo der Stärkere sich mies fühlt und wo der Schwache dank dem Starken schon einen Tag vorher gelernt hat, zu motivieren. Baut euch selber auf. Kritisiert euch nicht. Liebt euch. Schenkt Liebe. Schenkt Respekt. Lasst aber eure Gutmütigkeit auch nicht ausnutzen. Seid anständig. Steht erhoben, steht gerade, steht aufrecht. Eure Körperhaltung ist eure Visitenkarte. Schaut den Leuten in die Augen, wenn ihr mit denen kommuniziert. Wenn ihr was nicht schafft, dann gib nicht auf. Macht weiter. Macht weiter. Man wird über euch lachen. Man wird euch fertig machen. Hier rein, hier raus. Gebt euer Bestes, ohne euch viel anzustrengen. Denn wenn ihr es mit Leidenschaft macht, dann braucht ihr euch gar nicht anzustrengen. Ich bedanke mich für die wundervolle Zeit mit euch zusammen. Es war mir eine ganz große Ehre. Mir ebenfalls. Dankeschön. Also, Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Aspekte im Leben eines Menschen. Seid dankbar. Und versucht immer aus negativen Situationen das Beste rauszuholen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei euch. Und ich hoffe, dass ich euch in Zukunft auch mit meinen Videos, die ich extra mit Jiris und mit meiner Truppe zusammen für euch machen werde,
dass wir auf das, was wir gemacht haben, anknüpfen werden, dass wir Wiederholungen machen werden, damit doch alles sich manifestiert, damit noch alles stärker drin ist. Aber verliert niemals eure Hoffnung und eure Ziele. Wie Jesus das gesagt hat, glaubt an euch. Wenn ein Peter sagt, dass es scheiße ist, nimm diese Kritik auf, baue auf diese Kritik und verbessere dich, werd viel, viel besser, als du dir das eigentlich selber erträumt hast. Wenn ihr was wirklich wollt, wie Jesus das gesagt hat, ihr seid, was ihr über euch denkt. Jeden Morgen stellt euch vor den Spiegel oder stellt euch auf und sagt euch selber, ich bin gut. Ich werde das schaffen. Nicht, ich kann es schaffen. Kann ist eine Ausrede, weil vielleicht könntest du ja auch nicht. Nein, ich werde das schaffen. Ich werde das schaffen. Ich werde das schaffen. Ich bin gut. Und hebt dabei eure Faust nach oben. Ich bin gut. Redet das zu euch selber. Und glaubt daran, was ihr euch gesagt habt. Ängste sind wichtig, aber lasst euch bloß nicht von euren Ängsten leiden. Ich danke euch für die wunderbare Zeit nochmals und hoffe, dass ich euch irgendwann wiedersehen kann. Wir bleiben in Kontakt, wenn ihr wollt. In dem Sinne, erhebt euch! Jetzt klatschen wir uns alle mal gegenseitig ab. Jeder gegen jeden, jeder klatscht sich einmal ab. Wir sind ein Team. Schlag ein. Ja, genau. Giselle, schlag ein.